Hallo und willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, ich habe mal versucht, ein bisschen was rauszukriegen, warum wir immer so ein Audioproblem haben, wenn wir mit dem blöden MG rumballern. Ich habe nichts dazu gefunden. Aber ich habe mir gedacht, ich mache mal wieder die Musik an, weil wir die so lange aushaben schon. Und das ist mir jetzt gerade erstmal aufgefallen. Und jetzt ziehe ich hier mal mein Farm-Outfit an, mein gutes. Und dann kümmere ich mich hier um meinen Garten. Jawohl. Es ist ja noch ein bisschen Zeit. Wir haben ja hier schön gepflanzt. Und jetzt haben wir ja den Landwirt ausgeskillt, ne, vom Landleben. Wir sind ja jetzt, wir haben jetzt den grünen Daumen. Und können dementsprechend schön viel hier machen und tun. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir beginnen diese Folge einfach mal mit ein wenig Gartenarbeit. Ne? Muss ja auch mal sein. Hopfenernten abgeschlossen. Da siehst du mal, guck mal, da wie schön. Herrlich. Könnte gar nicht besser sein. So. Und dann, wenn wir hier den Garten geerntet haben, dann pflanzen wir noch mal ein bisschen was an. Und wenn wir angepflanzt haben, dann gehen wir mal runter und gucken mal nach unseren Eisendarts, die wir letzte Folge angeworfen haben. So, perfekt. Gut, dann machen wir mal hier Goldruten. So, Goldrutensamen, 5 Stück. Dann pflanzen wir die mal ein. So, dann haben wir hier noch 7-mal Kürbis. Wie viele Kürbisse haben wir denn? Wo sind die Kürbisse hin? Ach da. So, Rezepte, Kürbissamen, 12. Jo, mach. Gut, dann haben wir hier Kartoffelseeds. Wenn man das heißt, nicht Kartoffelseeds. Das für Deutsch. Ich sehe es schon wieder in den Kommentaren vor mir. So. Ich hatte doch auch mal Supermais. Ah ja. Ach, hier ist so ein Kartoffelseed. Kartoffelseed. Er sagt schon wieder Kartoffelseed. So, jetzt gucken wir mal hier. Supermais, Rezepte, Supermais, Samen. Kriegen wir halt nur einen raus. Das ist halt echt schwach, ne? Das ist wirklich schwach. Ich habe noch keine Ahnung, wie man damit irgendwie auf den grünen Zweig kommen will. So, Chrysanthemchen. Da haben wir ja noch ein paar mehr. So viel brauchen wir nicht. Ich würde mal sagen, wir machen mal noch so 10. So, dann haben wir hier noch die Yucca-Samen und natürlich hier Kaffee, Rezepte, Kaffeesamen, 5. Machen wir mal hier den Kaffee noch hin. So, Heidelbeeren, Blaubeeren, Heidelbeeren, wie auch immer. So,
da vorne machen wir noch hier zwei Hopfendinger hin. Und dann können wir das alles da so reinschmeißen. Obwohl, warte mal. Oh doch, ne, wir machen mal alles rein. So. Gut, dann hatten wir in der letzten Folge noch hier so ein Ding gelootet irgendwo im Last Sunset. Das ist da, das war da im Loot dabei. Guck mal da, zwei Schrotflintengeschütztürme. Geilo. Das ist ja mal ordentlich, wa? So, dann nehme ich mir nochmal hier mein Zeug. Tragen. Vielleicht brauchen wir auch noch ein besseres Landwirt-Outfit. Dass es damit zu tun hat, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das könnte natürlich auch sein, dass wir da noch prinzipiell ein besseres Outfit benötigen. Jetzt habe ich das natürlich gerade ausgezogen und gehe Pilze ernten, ne? Das ist natürlich clever von mir. Das ist so richtig clever gewesen von mir jetzt das hier. Aber egal. So. 52 Pilze. Naja, das sieht doch schon mal ganz gut aus, ne? Da kann man erstmal nicht meckern. So. Okay, dann füllen wir mal hier nochmal Vorrat auf. Wir brauchen unbedingt Mineralwasser, ne? Wie war das mit dem Mineralwasser? Mineralwasser. Ach, wir brauchten Goldruten. Und Chrysanthemen. Stimmt. Das war unser Problem. Und natürlich Wasser. Aber wir haben ja hier Wasser. Ja, warte, ich geh mal Kohle holen. Lass mal Kohle holen. So. Achso, doch. So, und dann machen wir hier mal normales, fruchtiges Wasser. Ne, das brauchen wir als erstes. So. Okay. 30 Minuten. Sehr schön. So, da kann das vor sich hinköcheln. Und für das Mineralwasser brauchen wir jetzt Goldruten, Chrysanthemen und wir brauchen die Kohle. Goldruten hätten wir schon da. Chrysanthemen haben wir, glaube ich, ein paar oben. Oder habe ich die jetzt eben alle zerlegt? Ich weiß es gerade nicht mehr. Da. Soll nur einer was sagen. So, dann machen wir das da rein. Obwohl, ach, das Wasser passt gar nicht da rein, ne? 88 Wasser passen da gar nicht rein. Das ist ja immer nur ein 10er-Stack. Na, das ist ja doof. Das ist ja blöd. Das ist ja richtig doof. Na, warte mal, dann machen wir das mal so und machen wir das mal so. Brech das nochmal ab. Ich schmeiß mal das Mineralwasser an. Und dann machen wir von dem Wasser 40 Stück. Warum kann ich jetzt hier nicht tippen? Hallo, Spiel. So. Gut. Müsste 10, 20, 30, 40. Ne, das passt da nicht rein mit der Kohle, ne? Gut, da lassen wir die Kohle raus. So, Kohle hier rein. Die drei Bücher noch da rein.
die Schrotmunition hier rein. Dann nehmen wir uns die schon mal mit. Dann nehmen wir uns mit 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück davon, ne? Das ist schon mal nicht schlecht. Und wir nehmen uns natürlich mit Beton, Pflastersteine, Holz haben wir noch ein bisschen, ist nicht mehr so viel. Wir brauchen natürlich die Eisendarts, die müssen wir mal anschmeißen. 2.500. 3.500. Warte mal, wie viel gehen da rein? 1.500 in so ein Ding, ne? Dann machen wir hier auch noch Darts. Und hier machen wir Stahl. Boing. Also, ich müsste mal gucken auf die... Das sind 14 Minuten. 13, das passt auch noch. 13, passt rein, ja. Und hier hinten... 38, das passt nicht. So, jetzt passt das. Sind es 1000 oder sind es 500 da? Nehmen wir die Kohle raus. Ich weiß nicht genau, ob das sonst reinpasst. So. 22, 18. Ja, okay. 23, 28 Minuten. So, dann sollte das eigentlich passen. Das weg. Das weg. Den Stahl lassen wir auch mal noch. Noch lassen wir den hier. So, war hier noch was? Ah ja, Klebeband. Da war nichts mehr. So, okay, wir haben die Dartfallen, wir haben die Zange, wir haben den Dings hier. Wir haben die Druckplatten, die Beleuchtung. Ich weiß nicht, ob wir noch einen... Ob wir noch einen Generator bräuchten. Lass mal noch so einen Generator bauen. Ein wenig hiervon, ein wenig hiervon. Und ein bisschen hiervon. So. Dann könnte man ja eigentlich auch schon mal da hier... Dann machen wir das so und ich nehme noch mal kurz die Kohle raus. Und... So, und dann füllen wir das alles nochmal auf. Schubsen wir hier mal, schmeißen wir hier mal richtig schön die Stahlproduktion an. Haben wir noch ein bisschen Eisen? Ne. Können wir schon wieder Eisen besorgen gehen.
So. Sehr gut. Ich glaube, eine fortgeschrittene, gedämpfte Verbindungsmod. Wo kommt die jetzt noch her? Die Frage ist jetzt, machen wir uns noch dieses Räuber-Outfit? Ich glaube, ich baue mir das mal. Das ging ja eigentlich relativ fix. Räuber-Outfit. Da brauchen wir hier die Pakete, ne? Rüstungsfertigkeit-Pakete. Wir brauchen Eisen, Stahl und Leder. So, und die Rüstungspakete. Nähsets, Klebeband und Rüstungsteile. Ja, Klebeband. Rüstungsteile. Nähsets. So, mehr kriegen wir nicht, weil wir gerade nicht mehr Rüstungsteile haben. Wir brauchen 6 für ein Teil. Hier brauchen wir 6, da brauchen wir 6, da brauchen wir 6. Also wir brauchen 24 Stück. Was höre ich dort? 18 und 7 ist 25. Das heißt, wir müssen nur ein, zwei Sachen zerlegen. Eigentlich haben wir eine Mod drauf, die verhindert, dass die alte kommt. Komisch. Vielleicht verhindert die Mod das nicht zu 100%. Vielleicht schraubt die nur die Hitze extrem weit runter, aber dadurch, dass wir gerade alles anfeuern, reicht es dann doch aus. Vielleicht ist es so. Könnte sein. Ich dachte, sie wäre komplett deaktiviert. Aber scheinbar ist das nicht so. So, warte mal. Dann gehen wir hier in die Klamotten. Und dann nehmen wir uns hier die Billo-Teile. Zerlegen. Zerlegen, 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 zerlegen. Ach so, geht nicht. So, stoppen wir das eine Bier da noch in die Medek-Kiste rein. So. Und dann können wir wieder Rüstungsteile bauen. Die gehen ja zum Glück schnell. So, dann können die Nähsets auch weg. So, Generator ist fertig. Räuber-Outfit. Bumm. Räuber-Handschuhe. Räuber-Helm. Räuber-Stiefel. So. Da haben wir auch noch irgendwie 5000 Fleisch. Ich glaube, ich lege mir mal einfach da oben in die Leiste. Einfach nur, damit ich sie habe. Hier noch ein paar Pillen hin und hier noch so ein paar Vitamine. Und hier, da tauschen wir einfach mal aus gegen Verbandskästen. Wir müssen unbedingt Honig farmen gehen. Bald kein Antibiotika mehr da. Nur noch 3 blaue Pillen hier rumliegen. So. Okidoki. Jetzt ist natürlich die Frage, wie machen wir das mit den Mods? Wir haben... Ach so, wir haben ja hier die noch gemoddet zum Teil, ne? Dann, weil das würde ich sowieso nicht mehr anziehen, dann das plünderer Outfit. So, verändern. Dann nehmen wir uns hier die Mods mal raus.
Na. So. Okay. Plünderer Helm. Verändern. Da muss auf jeden Fall die Helmlichtmod rein. Da muss die Standhaftigkeit-Mod rein. Habe ich nicht noch größere Taschen? Nö. Da haben wir noch den. Ich weiß aber nicht, ob die da überall reinpassen. Gut, dann packen wir die Tasche noch da rein, haben wir einen Slot mehr und die Verbindungsmod hier noch. So, dann tragen wir den mal. Dann lass darüber. Dann haben wir das. Verändern. Ja, da können wir nur das reinmachen und den. Dann tragen wir den, der kommt darüber. Da hätten wir halt noch die Taschen drin, ne? Verändern. Aber ich habe keinen Bock, jedes Mal, wenn ich mich umziehe, alle Mods daraus zu machen. Da wirst du ja ganz wahnsinnig bei. Wobei wir die Taschen hier jetzt tatsächlich gut gebrauchen könnten, ne? Ja, das passt da alles nicht mehr rein. Da müsste man wirklich hingehen und müsste sich alle Mods bauen für alle Rüstungen, damit du wenigstens nur die Teile ändern musst. So, allgemeines. Das weg. Das weg. So, wie sieht er mit den Darts aus? So, das ist doch schon ein bisschen was hier. 1000, 2000, 300 Darts. Könnte ja schon reichen, um alles voll zu machen, oder? Nee, das reicht nicht. Aber egal. So, und mit der Bewaffnung hier gehen wir jetzt mal rüber zu unserer Hordenbase. Hier das blöde MG müssen wir mal reparieren. Habe ich noch was im Moped? Nein. Damit fahren wir jetzt mal rüber. Und dann fangen wir am besten mal an mit den Klingenfallen. So, davon müssen mal auf jeden Fall zwei Stück hier hin. So, die sind natürlich hier wahrscheinlich auch noch alle kaputt. Dann haben wir hier die Dartfallen. Warum kann man eigentlich die Dartfalle diagonal stellen? So. Okay. Dann nehmen wir uns unsere Blöcke.
und nehmen uns wieder hier unsere komische Gerüstleiter. Die Druckplatte. Schwupp. Die kommt hier hin. So, dann müssen wir uns hier noch was hinbasteln. Ach komm, wir legen erst die andere Druckplatte. Dann ist die schon mal aus dem Inventar raus. Ja, die machen wir noch mal hier hin, wa? Dann kommen noch mal die Elektrozäune. Weiß ich gar nicht mehr, wie wir das gemacht hatten hier. Ach, genau, wir hatten die hier. Mhm. Das Problem ist, ich krieg den hier nicht so. Ich sag ja, das ist irgendwie alles doof. Mit diesen Platten. Das, eigentlich ist das cool mit den Platten, ne? Aber das Problem ist halt, dass die da durchrotzen können durch die Platten. Und ich krieg halt hier jetzt so nichts mehr fest. Wie habe ich das denn hier gemacht? Ach, der hängt gar nicht an der Platte, der hängt an der Wand dran. Der hängt direkt an der Wand. Das heißt, der wäre hier direkt an der Dartfalle dran. Ja, das ist natürlich auch nicht so schön. Aber ich habe eine andere Idee. Nein. Haben wir das hier? War ja klar. Elektrische Teile, mechanische Teile und Eisenbarren. Na komm, dann gehen wir uns das mal holen. Dann nehmen wir auch ein bisschen Stahl mit. Dann nehmen wir uns auch ein wenig Stahl mit. Dann können wir nämlich auch den anderen Krempel reparieren. So, schwupp, 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 schwupp. Noch was? Ich denke nicht. Und selbst wenn, fahren wir halt nochmal hier rüber. Boing. Uah. Oh Mann ey, jetzt fahr doch aus dem scheiß Loch da raus. Das ist ja schlimm. So, dann heben wir die auf und dann stellen wir die einen Block nach vorne. Da wären keine Darts drin gewesen. Wo kamen die denn jetzt her? So. Und dann machen wir uns hier hinter einen Betonblock.
Oder Moment, warte mal. Da sitzt die Falle, dann geht die bis hier. Nee, der muss dahin. So, und dann könnten wir uns hier den machen. Das wurde halt auch schon mal vorgeschlagen, dass wir uns hier so einen Wartungstunnel machen. Das werden wir machen, das ist eine gute Idee. Ich habe das auch sonst früher auch immer so gemacht. Das schaffen wir aber jetzt zeitlich nicht mehr, weil wir schon Tag 62 haben. So, warte, dann gehen wir mal von dem. An den. An dem. An den. So, und schon haben wir hier wieder unser schönen Dingsbums. Dann gehen wir nochmal von dem dahin. Von dem nach da. Von dem nach da. So. Das sollte funktionieren. Darts haben wir noch ein paar Stück in der Tasche. Dann machen wir die schon mal da rein. So, damit hätten wir das. Dann müssen wir... Ach, die ganzen Klingenfallen, die sind nicht mehr angeklemmt. Doch, die zwei hier sind noch angeklemmt. Hatten wir da nicht ein... Das sind jetzt 1, 2, 3, 4. Wir brauchen aber noch einen Stromverteiler. Wir brauchen einen von denen hier. Den mache ich jetzt einfach mal dahin. Dann können wir uns von dem den Strom nehmen, hier für die Klingenfallen und so. Die hat Strom, die hat Strom, die hat Strom, die auch. Die auch, die letzte hat noch keinen Strom. So, dann gucken wir mal gerade. So, das ist alles repariert. Strom, 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 Strom. Strom, Strom. Dann kommen wir von da aus an die Druckplatte dran. Ja, geilo. So, damit wäre das hier im Prinzip schon einsatzbereit. Die Frage ist jetzt nur, das hängt jetzt an dem obersten Generator. Oh. Dreht sich alles, ne? Das funktioniert schon mal. Und er hat noch Power. So. Dann können wir hier hochhopsen. Noch können wir hier hochhopsen. Dann nehmen wir uns die zwei Herren hier. So. Was habe ich denn hier gemacht? Ach so, ich wollte die durch die Stangen durchschießen lassen, ne? So. Dann nehmen wir uns das Ding wieder. Wie viel? 15 Watt. Oh, das müsste doch bis da hinten hinreichen. So, sehr geil. Komme ich jetzt hier noch hoch? Irgendwie schon, ne? Oh, wenn du da runterfällst, ey, dann hast du es hinter dir, ey, das kann ich dir versprechen. So, Kameravorschau. So. Thank you.
Der könnte auch noch hier so einen Geier abschießen, ne? Ich glaube, da trifft der noch mit. So. Perfekt. Dann machen wir das hier mal schnell wieder aus, ey, bevor ich hier noch sterbe. So aus Versehen. Das muss ja nicht sein. So, dann brauchen wir hier nochmal. Dann nehmen wir uns einfach hier die Gerüstleiter wieder, ne? Raumkopie und Rotation. Stellen wir das Ding da so vor. Können wir auch direkt aus Stahl mal tackern. Jetzt ist die Frage, machen wir das hier einfach nur so zu? Aber dann mit Betonblöcken? Ich glaube, ich mache das einfach so hier zu. Frage ist, achso. Die muss ja auch noch hier hin irgendwo, ne? Mit denen so stellen. Oder noch ein Stück weiter vor. Hier eigentlich kaum noch, also ja, die könnten eventuell hier rein glitschen, ne, in die Ecke hier. Aber wir müssen die auch irgendwo abknallen, ne? Ich meine, wir können natürlich hier gut Schaden wirken. Aber die werden natürlich hier stehen und versuchen, hier in die Ecke reinzugehen. Das ist nicht perfekt, das hier, aber das ist mal besser als nix. So, okay. Dann fehlen uns natürlich hier noch die Elektrozäune, ne? Zwei Stück. Jetzt weiß ich gar nicht mehr genau. Waren die noch ganz? Ich gehe die mal gerade runter. Mal gerade runter gucken, ob wir die reparieren müssen. Ah, okay. So, den hatten wir eigentlich. Ne, hier. Moment. Hier fehlt einer oder was? Den haben wir doch gerade gesetzt, ne? Ah, okay. So, Moment, da waren wir. Da muss ich mir mal ganz kurz hier was basteln. Jetzt müssen wir nochmal.
So, das ist jetzt. Moment, das ist der hier an der ersten Falle. Der muss dahin. Was wir bei Minecraft hier mit dem Hüpfen. Die sind noch verkabelt, das heißt, wir können. Oh, haben wir da noch einen Platz? Müsste eigentlich passen, ne? Der ist ja sogar noch verkabelt. So, dann haben wir hier dreimal Elektrozaun. Die Frage ist, machen wir uns hier hinten auch noch Elektrozaun hin? Ich wäre schwer dafür, ehrlich gesagt. Alles, was irgendwie hilft, sollte man tun. Dazu müssen wir aber hier das Ding wegmachen. Ich weiß gar nicht, ob hier Mauer drunter ist an der Stelle. Ja, wird sich zeigen. Jo, ist eine Mauer da. So. Und dann müssen wir natürlich hier nochmal irgendwie... Hat die maximale Anzahl an Kabelverbindungen erreicht. Okay. Dann machen wir den ab. Dann müssten wir den da dran kriegen. So. Und dann müssten wir uns hier außen auch noch irgendwie Elektrozäune dran bauen. Ne? Wie viel haben wir noch? 4. Ja, das geht ja genau hin. So, warte mal. Ich guck mal, dass ich mir hier irgendwie was gebastelt kriege. So, wo müssen wir denn lang mit dem Ding? Genau bei der Klappe. Okay. Die Klappe ist da, da muss der genau da drüber. So. Und dann müssen wir hier runter. Ja, den muss ich anders setzen. Ich schaue da nicht hin. Aber wir sind hier bei der Klappe und bei der Klappe ist genau die Klingenfalle. So. Das sind wie viele Blöcke? 1, 2, 3, 4. Müsste der 5. Block sein. 1, 2, 3, 4, 5. Der da. Okay. Nee, machen wir einfach so. Und dann lassen wir uns da drauf plumpsen, wenn wir oben sind. Perfekt. Aber das heißt perfekt. Es gibt natürlich besseres und andere Methoden, wie man das noch besser machen könnte.
Irgendwie habe ich den Pfosten nur falsch rum eingebaut, habe ich da den Eindruck. Hä? Kann das sein? Jo. Der Pfosten ist falsch rum eingebaut. Shit. Deswegen kommt auch nichts an. Deswegen kommt da auch nichts an. So, und jetzt müsste der eigentlich da aus dem Boden rausgucken, der Draht. Genau. Sag mal, hier ein Elektrozaun, hier ein Elektrozaun, hier ein Elektrozaun. Und hier auch. Oh, das war doof. Mist. Ich muss sowieso da runter, um zwei Klingenfallen zu setzen. Wir haben noch sechs Klingenfallen, ne? Wir haben noch sechs. Bringt mich ja irgendwie auf eine Idee, ne? Ach, die passt hier nicht hin wegen dem Block hier, wegen dem blöden Gitter passt die Klingenfalle nicht dahin. Scheißen Dreck. Ja gut, wir könnten sie so irgendwie setzen, ne? Und wegen der Druckplatte. Wegen der Druckplatte passen die nicht dahin. Selbst die scheiß Klingenfalle kannst du diagonal drehen. Ja, die würde nur so passen. Aber da sitzt die auch nicht so gut. Dann kann der Schubsi nicht mehr richtig schubsen. Das ist auch nicht so günstig. Gut, aber dann haben wir das auf jeden Fall mal verkabelt. Dann gehen wir mal runter hier. Wie sieht das denn hier so aus? Das hat alles noch Strom. So, müssen wir hier noch was reparieren? Ne, die hatten wir sogar schon repariert, wa? So, okay. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch das da mal einschalten. Eine dreht sich nicht. Die unten rechts, die dreht sich nicht. Warum nicht?
Aber die kann Strom. Ach, oh, die hat keinen Strom, okay. Hat die maximale Anzahl an Kabelverbindungen erreicht. Na gut, dann machen wir das hier ein bisschen anders. Wir nehmen einfach von der hier den Strom. Diese Komponente hat die maximale Anzahl an Kabelverbindungen erreicht. Okay, dann geht das nicht. Ich dachte, das würde gehen. Gut, kein Problem. Wir sind ja flink. Hier, mit dem Kloppen. Und dann basteln wir da noch Betonblöcke rein. Und dann sind wir eigentlich schon ziemlich gut aufgestellt. Kapseln wir die ab. Jetzt haben aber alle Strom. Okay, dann brauchen wir nochmal die berühmt-berüchtigte Holzklappe. Buch. Caps Lock an. Hey, ich habe die Klappe richtig gesetzt. Geil, wa? Ja, und wir haben keine Eisenklappe. Das hätten wir die jetzt aufwerten können. Aber egal. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, jetzt haben wir aber lang genug gebastelt hier in der Folge. Mein lieber Scholli. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, wie wir das jetzt machen. Aber wir haben auch... Ja gut, wir haben noch 2 Stunden. In 2 Stunden kriegt man noch ein bisschen was gerissen, ne? Ich überleg mal. Ich überleg mir mal, wie wir das was wir in der nächsten Folge machen. Ob wir das hier mit diesen Dings hier irgendwie noch wegmachen. Nochmal zumachen. Irgendwie sowas. Weil mir gefällt das gar nicht, dass man hier dran hochklettern kann. Das gefällt mir absolut gar nicht. Das ist der letzte Rotz. Das ist nicht schön. Okay, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich bin schon auf eure Kommentare gespannt. Die Hordenbase steht wieder soweit. Das haben wir ganz gut hinbekommen. Und dann machen wir uns... Basteln wir das Ding hier um. Wir gehen Ressourcen besorgen und dann basteln wir das ganze Ding hier um. So, dass wir hier... Jetzt mal gucken, wie wir das machen. Aber dass wir hieraus eine große Hordenbase bekommen. Müssen wir mal schauen. Oder wir bauen was ganz Neues. Mal gucken. Okay, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis denn. Tschüss.